Soeben bin ich im Stadtbahnhof angekommen, wo ich meine Wanderung jetzt starten werde. Der Zug fährt jetzt weiter Richtung Valor. Schade, man sieht es leider nicht, wäre jetzt gerade ein ganz, ganz schöner Sonnenaufgang. Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich habe letztes Mal hier in dieser Gegend das älteste Kloster der Schweiz besucht. War eine ganz tolle Wanderung. Jetzt heute will ich hier meinen Wanderweg fort. Zuerst geht es durch eine Schlucht, dann noch zu einem Schloss, das heute zwar wahrscheinlich geschlossen hat. Nachher führt mein Wanderweg weiter nach Ort.
Schattenbach wieder erreicht. Jetzt gehe ich hier diesen Weg entlang. Es ist schade, ich bin noch im Schattenloch, aber das ändert sich wahrscheinlich jetzt dann auch schon bald. Bach entlang zu gehen. Das ist ein Kanal. Der wird wahrscheinlich hier in so einer Mühle. Der Originalbach, der ist da unten. Und da vorne ist soeben die Sonne vorgekommen. Wird heute, so wie es aussieht, ein ganz, ganz schöner Tag. Da vorne ist ein ganz interessantes Gebäude. Hier sieht man oft hier in dieser Gegend, auch in Frankreich. Das ist ein ehemaliges Waschhaus. Da stehen wir vor einer Mühle und das Wasserrad, da das geht noch. Das ist also für diese Mühle war dieser Kanal, den wir vorher da verfolgt haben. So, wieder romantisch, fängt schon jetzt an. Ist auch hier schon ziemlich tief das Wasser. Ein schöner Fluss. Das ist ein sehr interessanter Teil hier schon. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr auf die heutige Tour. Hier diese Kletterpflanzen, die darunter kommen. Sehr schön da. Da vorne. Da muss wieder ein Wasserfall sein. Ah, das ist schon der Wasserfall, zu dem ich jetzt dann komme. Da geht es dann runter. Also jetzt muss ich jetzt hier rauf. Da geht es ziemlich steil runter in dieses Vogel da. Schaut mal, da unten ist der Wasserfall. Steige ich in dieses Tal ab da. Wow. Hier ein ganz schöner Weg. Zum Glück ist noch gefroren. Und durch das ist er auch nicht so schmutzig. Der wurde übrigens neu angelegt. Den habe ich auf meiner Karte noch nicht eingezeichnet. Ich habe jetzt da ein bisschen eine andere Wegführung. Das da ist jetzt mein Abstieg. Da geht es ziemlich steil runter im Zickzack. Das ist so fantastisch. Und auch das da oben ist
irgendwie noch interessant, diese Kalkablagerungen. Aber dieser Wasserfall. Oh, ist der schön. Ganz was Schönes. So, jetzt werde ich meine Reise hier, oder besser gesagt, meine Wanderung hier durch diese Schlucht antreten. Interessanter Weg. Aber es macht großen Spaß bis jetzt, und es ist ja ein bisschen gefroren, wobei ich habe schon gedacht, dass es hier auch Schnee hat, weil bei mir zu Hause ist alles weiß zugedeckt und hier hat es keinen Schnee. Da bin ich jetzt wirklich erstaunt. Aber jetzt, Hauptsache ist ja, dass es riesigen Spaß macht, hier entlang zu gehen. Da geht es auch ziemlich hoch. He? Da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Zum Glück muss ich nicht über diese Brücke. Und da geht jetzt mein Weg weiter. Es ist wieder ein bisschen sanfter geworden, das Tal. Aber es ist immer noch sehr romantisch. Hier, es gefällt mir also sehr gut. Übrigens, die Bahn, die geht hier auf der linken Seite oben vorbei. Die macht da oben einen riesigen Bogen, um Höhe zu gewinnen, und kommt dann am Schluss nach Valor hoch. Interessante Fahnen hier. Da der Bach. Und hier ist mein Weg. Ich hatte schon fast wieder eine Autobahn. Hier gibt noch eine interessante Landschaft, hier wieder mit diesen Fahnen. Ein riesiges Flurband streckt sich da oben. Wäre sicher auch schön da oben durch. Aber jetzt, wir sind jetzt da im Tal unten. Da haben wir jetzt wieder eine andere Stelle. Vorne hat es eine Mühle, und das ist sicher von hier, wo das Wasser genommen wird. Und da geht es wieder ganz, ganz steil bergauf. Wow, der Kletterfelsen.
das ein sehr, sehr bekannter Felsen da, wo sehr oft geklettert wird. Hier habe ich einen ganz interessanten Punkt. Diese Seite da fließt das Wasser alles Richtung Rhein und dann später in die Nordsee. Diese Seite hier fließt das Wasser Richtung Rhone und ins Mittelmeer. Ich bin hier also in einer Wasserscheide. Wobei auch von dem Kanal, den wir da jetzt vorher gesehen haben, fließt ein Teil in den Rhein und ein anderer kleiner Teil noch in die Rhone. So habe ich das gelesen von da. Hier befinde ich mich jetzt in einem Vorort schon, nicht mehr weit bis zum Schloss. Da komme ich jetzt an ein kleines Städtchen rein. Und was noch ist, ich befinde mich hier wieder auf einem internationalen Wanderweg. Ich bin nämlich wieder auf der Via Francigena. Von England nach Italien, nach Rom. Rechts abbiegen auf die Straße. Das ist noch eine kleine Kapelle. Innenhof. Hier zum Jura und da sieht man auf die Bahnstrecke runter, das ist jetzt die Strecke nach Valorbe, die ich heute Morgen hochgefahren bin. Schön. Thank you.
schön da. Blick auf das Schloss und da unten noch die Bahn. Jetzt fehlt nur noch ein Zug. Aber unter Umständen können wir da noch lange warten. Ich glaube, ich gehe weiter. So, das ist nochmal der Bach, an dem ich lang marschiert bin. Da ist er eingeklemmt zwischen zwei Mauern. Und von da nehme ich jetzt Abschied und gehe ein bisschen oberhalb vom Bach durch. Und der Bach kommt jetzt hier dann in eine große Ebene. Und ich möchte noch ein bisschen Aussicht genießen. Das ist noch schöner, als hier den Bach entlang zu gehen. Da habe ich jetzt die Bahnstrecke erreicht. Da hier macht die Bahn einen riesigen Bogen, um Höhe zu gewinnen. Und kommt ja dann da vorne in diesem Tal, wo man hier sieht, geht sie dann hoch Richtung Ballon, Jura. Da sieht man schon in die Ebene runter. Da vorne Richtung Berge. Einen wunderschönen Ausblick. Die Ebene runter. Da ganz vorne. Da vorne. Hier ungefähr ist Iverdon. Dort fängt auch der Neuenburgsee an. Aus Schweizer Alpen. Oh, ist das schön da oben. Ne? Ich habe jetzt probiert, die Alpen noch ein bisschen näher ranzuholen. Ich hoffe, man sieht sie besser. Ein bisschen eine Wolkendecke dort. Sie ist ein bisschen versteckt. Ich gehe jetzt hier in das Tal wieder runter. Der Jura hat Schnee bekommen. Ich glaube, dieser Berg da hinten, dieser hier, das könnte Chasseral sein. Irgendwo da unten geht mein Bach durch. Ich kann aber nicht genau sagen, wo. Da drüben gehe ich jetzt dann durch diesen Rettberg irgendwo hoch. Zu diesem Dorf. An dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, habe ich meinen tiefsten Punkt meiner heutigen Wanderung erreicht. Das ist doch ein großer Rettberg. Ich habe das mir klein vorgestellt, diese Rettberg hier. Ich habe wieder ein Dorf erreicht. Übrigens hier bin ich wieder an der Bahnstrecke nach Valor. Das sieht fast wie ein Schloss aus oder ein Gutsbetrieb. Schön der Jura im Schnee. Ganz eine schöne Aussicht. Übrigens das nächste Mal ich hier in diese Gegend, da hier drüben, irgendwo wandern. Auch wieder an einem Bach entlang. Wo auch wieder hier im Ort und in die Ort fließt. Nochmal ein Rettberg.
Ich habe da aber das Gefühl, dass der nicht so groß ist wie der da vorne, wo ich jetzt durchgekommen bin. Da unten ist auch eine, sehe ich gerade. Ja, das hat doch hier schon ziemlich viele Berge. Man merkt, dass ich schon in der Nähe vom Neuenburgersee bin. Und dann auf dieser Seite sehr viel Rebberge hat. Es ist einfach schön da oben, der Jura. Oh, schön weiß, voll Schnee. Da vorne, über da. Und hinten sieht man noch den Neuenburgersee. Dann die Weite runter. Das ist der ganze Jura. Da hier vorne, dieses Dorf oder Städtchen da unten, das ist Orb. Und jetzt hingehen. An dieser Stelle sollte eigentlich ein Weg sein. Es hat aber gar keiner mehr. Bei mir ist es noch eingezeichnet. Aber das ist oft ein Problem, dass gewisse Wege nicht mehr begangen werden, nicht mehr gebraucht werden. Und dann verschwinden sie. Einen schönen Hack hier. Das ist jetzt auch ganz schön. Da weiter vorne ist ein großes Schloss. Vielleicht sieht man es. Da unten das Städtchen Orb. Ganz hinten Iverdo. Da der Jura. Da hinten liegt Valorb. Und wie gesagt, in diesem Tal da kommen wir hier. Ich habe Orb erreicht. Da unten die Bahn. Und auf die andere Seite auch noch runterschauen. Da bin ich das letzte Mal durchgegangen, da unten. Da oben der Jura und da vorne das Städtchen. He? Bin ich doch schon mal durchgekommen. Bin ich diese Gasse hoch mal.
Ich habe mein Ziel erreicht. Der Bahnhof von Ochb. Das war eine ganz schöne Tour. Bin ziemlich weit, aber es war schön. Schöner Tag erwischt.